Germanwings-Absturz. Die verschwiegenen Ungereimtheiten auf einen Blick. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen aus dem Studio Dresden. In der Sendung vom 5. April 2015 gingen wir der Frage nach, ob die Berichterstattung der gängigen Leitmedien über den Germanwings-Absturz wirklich noch etwas mit gewissenhaftem Journalismus zu tun hat. Laut dem Journalisten und ehemaligen ARD-Korrespondenten Christoph Hürstel gäbe es im Fall des Germanwings-Absturzes gar keinen Journalismus mehr. Die Redaktionen würden absichtlich schlecht und ungenau recherchieren. Viele ungeklärte Dinge und wesentliche Widersprüche würden einfach so stehen gelassen. Nun hat der deutsche Buchautor und freie Journalist Heiko Schrang für den bekannten Börsen-Online-Dienst WallStreetOnline.de die wichtigsten Ungereimtheiten rund um den Germanwings-Absturz aufgelistet. Diese werden von offizieller Seite totgeschwiegen, welche sich ausschließlich auf die Selbstmordtheorie des Co-Piloten festgelegt hat. Dabei soll der Co-Pilot das Flugzeug mit Absicht gegen eine Bergwand gesteuert haben. Um jedoch die richtigen Antworten zu bekommen, müssten wir uns auch die richtigen Fragen stellen, so Schrang. Klagemauer TV fasst daher im Folgenden die Fragen von Heiko Schrang zusammen. Der Bürgermeister der naheliegenden Gemeinde Miolan-Revel hat 3 Mirage-Kampfjets um den Zeitpunkt des Absturzes mindestens 3-mal vorbeifliegen sehen. Warum sind die 3 Mirage-Jets, die nachweislich aufgestiegen sind und möglicherweise sogar Blickkontakt zur Unglücksmaschine hatten, kein Thema mehr? Zahlreiche weitere Augenzeugen berichten im Zusammenhang mit den 3 Jets von einem lauten Knall. Eine Anwohnerin sagte gegenüber der Tageszeitung Le Parisien: "Ich habe plötzlich einen lauten Knall gehört." Diverse französische Ohrenzeugen sprachen davon, 2 Detonationen gehört zu haben. Warum verschwanden diese ersten Meldungen sehr schnell wieder aus den Medien? Zeugen sagten gegenüber der französischen Luftwaffe auch aus, sie hätten eine Explosion gehört sowie Rauch aus der A320 kommen sehen, kurz bevor sie in die Felswand krachte. Was könnte an Bord explodiert sein? Sollte es, wie behauptet, zu einer Frontalkollision mit dem Berg gekommen sein? Warum ist das Trümmerfeld nicht überschaubar klein, mit größeren sichtbaren Flugzeugteilen? Entgegen aktueller Medienberichte empfing die französische Luftraumüberwachung Minuten vor dem eigentlichen Absturz eine Notfallmeldung aus dem Cockpit der Germanwings-Maschine. Das bestätigten offizielle Vertreter der zuständigen französischen Behörden gegenüber diverse Medienanstalten. Entsprechende Berichte finden sich unter anderem bei Spiegel Online, CNN, France 24 und N24. Warum verschwanden diese Meldungen über das Notsignal nach kurzer Zeit aus den Medien? Bild Online schwenkte die komplett andere Richtung ein und schrieb, Zitat: "Warum gab es keinen Notruf? Warum sollte der Co-Pilot, der beabsichtigt haben soll, sich selbst zu töten, kurz vor dem Absturz noch eine Notfallmeldung abgeben? Wie lässt sich erklären, dass der Co-Pilot sein Ende nicht durch einen unkontrollierten Sturzflug, sondern in einem kontrollierten Sinkflug suchte? Laut Behörden fingen die Passagiere erst Sekunden vor dem Aufprall an zu schreien, obwohl der Kollege des Co-Piloten mit einer Axt die Cockpit-Tür bearbeitet haben soll. Sollte sich die Geschichte mit der Axt wirklich so zugetragen haben, warum haben die ersten Reihen nichts davon bemerkt? Focus berichtete, dass der Co-Pilot vor Wochen 2 Autos gekauft hätte, eines für sich, eines für seine Freundin. Warum fand diese Meldung in den offiziellen Medien keine Erwähnung mehr? Hängt es damit zusammen, dass ansonsten der Eindruck erweckt werden könnte, dass Neuanschaffungen dieser Art gegen einen Suizid sprechen könnten? Das Uniklinikum Düsseldorf widerspricht Medienberichten, dass der Co-Pilot wegen Depressionen in der Klinik behandelt wurde. Warum fand auch diese Meldung keine Beachtung in den Medien? Mit dem Fund des Tablet-Computers in der Wohnung des Co-Piloten wäre seine Absicht, sich selbst töten zu wollen, zweifelsfrei bewiesen. Er soll sich über Formen des Suizids im Internet informiert haben. Auch nach Sicherheitsmechanismen von Cockpit-Türen habe er gesucht, so die Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Doch wird es den Ermittlern heutzutage in aufregend ersehenden Fällen nicht etwas zu leicht gemacht? Wie auch im Falle Charlie Hebdo
wo die Täter ihren Ausweis im Auto liegen gelassen haben sollen, oder im Fall 9-11, wo die Attentäter allesamt mit ihren Klamanen die Flüge gebucht haben sollen. Sogar der Pass von Mohammed Atta wurde, wie durch ein Wunder, völlig intakt, ca. 8 Straßenblocks vom World Trade Center entfernt vom FBI aufgefunden. Dieser Pass galt als Beweis für Attas Anwesenheit im Flugzeug AA-11. Meine Damen und Herren, soweit eine Auflistung der wichtigsten Fragen und Ungereimtheiten zur Absturzursache der Germanwings. Warum wird jedoch diesen Meldungen und Ungereimtheiten nicht nachgegangen? Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist Zeit, die herkömmlichen Meinungen und Medien zu hinterfragen, die Gegenstimmen anzuhören und sich eine eigene Meinung zu bilden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Am 24. März war eine Airbus A320 der Germanwings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen abgestürzt. Alle 150 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Amtliche Stellen sowie die Führung der Lufthansa legten sich sofort, nachdem der Stimmrekorder ausgewertet wurde, auf eine Selbstmordtheorie fest. Trotz massiver Widersprüche wurde diese von den Leitmedien verbreitet. Ihre Berichterstattungen beschränkten sich fortan vorwiegend auf den Co-Piloten, der das Flugzeug mit Absicht gegen eine Bergwand gesteuert haben soll. Laut dem Schweizer Radiofernsehen, kurz SRF, soll nun die zweite Blackbox, auch Flugschreiber genannt, am 2. April gefunden worden sein. Aus den Daten dieses zweiten Flugschreibers soll hervorgehen, dass der Co-Pilot die Unglücksmaschine bewusst in den Sinkflug brachte und beschleunigte. Dies teilte gemäß SRF die französische Untersuchungsbehörde BEA mit. SRF kommt aufgrund der Ermittlungen zu dem Schluss, ich zitiere, das Puzzle der Absturzermittler fügt sich mehr und mehr zusammen und meint damit das Puzzle der Selbstmordtheorie. Auffallend ist, dass die Leitmedien beinahe nur noch mit dieser Puzzlesuche beschäftigt sind, die sich auf den Co-Piloten als Absturzursache beschränkt. Doch hat das wirklich noch etwas mit gewissenhaftem Journalismus zu tun, wie es der Pressekodex vorschreibt? Ich zitiere aus Artikel 2. Zur Veröffentlichung bestimmter Informationen in Wort, Bild und Grafik sind der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Als Antwort auf diese Frage zeigen wir Ihnen im Anschluss den Teil eines Interviews mit dem deutschen Journalisten Christoph Hörstel, der sich auf den Journalismus über den Germanwings-Absturz bezieht. Christoph Hörstel berichtete 1985 bis 1999 unter anderem für die ARD aus Afghanistan, Pakistan und Kaschmir und kennt sich im Metier bestens aus. Was den Journalismus über den Germanwings-Absturz betrifft, sieht Hörstel einen ganz neuen Zustand, der hier eingetreten ist und den wir zur Kenntnis nehmen müssen. Ich zitiere. Journalismus gibt's nicht mehr, ganz einfach. Das Beste, was wir sagen können, meinte Hörstel wörtlich, sie lügen alle. Die gängigen Medien würden sich weigern, richtig zu recherchieren und präsentierten dem zunehmend ratlosen Publikum absichtlich gegenläufige Stories. Diese gegenläufigen Thesen würden einfach stehen gelassen und stattdessen würde man sich auf etwas ganz anderes, sprich die Selbstmordtheorie, einigen. Hörstel nennt verschiedene Beispiele dafür, wie die Redaktion absichtlich schlecht und ungenau recherchieren. Viele ungeklärte Dinge und wesentliche Widersprüche würden eigens so stehen gelassen. Als Beispiel nannte Hörstel die Meldung eines Notrufs, den die französische Luftraumüberwachung Minuten vor dem eigentlichen Absturz aus dem Cockpit der Germanwings-Maschine empfing. Daraufhin berichteten Bild.de und andere, dass es keinen Notruf gegeben hätte. Niemand hat nun untersucht, so Hörstel, warum die Erstmeldung, warum Zweitmeldung, was stimmt denn nun? Als weiteres Beispiel nannte Hörstel die drei französischen Kampfjäger, die im Absturzgebiet waren, wo normalerweise nach allen Augenzeugenberichten bloß eine Maschine fliegt. Verschiedene Erklärungsversuche machten die Runde, seien dann jedoch ungeklärt geblieben. Schließlich einigte man sich auf die Suizidtheorie. So gibt es nun etliche weitere Beispiele von Pressemitteilungen im Germanwings-Fall, die auf lauter Spekulation beruhen. Grundlegenden Fragen und Ungereimtheiten wird jedoch kaum nachgegangen. So berichteten wir in der Sendung vom 30. März 2015, wie das Problem von hochtoxischer Kabinenluft durchaus bekannt ist und eine mögliche Unfallsursache sein könnte. Hören Sie nun selber, wie Christoph Hörstel vom Ende des Journalismus zeugt, infolge einer neuen Dimension von spekulativer, unseriöser bis hin zu einer irreführenden Berichterstattung.
Herzlich willkommen bei Nuoviso im Gespräch. Zum zweiten Mal in diesem Jahr habe ich mir den Publizisten und Regierungsberater Christoph Hürstel eingeladen. Und obwohl das Jahr erst 3 Monate alt ist, haben wir sozusagen zum zweiten Mal schon wieder sehr viel zu besprechen. Fangen wir mit dem aktuellsten Thema an, der Absturz der Germanwings-Maschine. Gibt es denn den aktuellen Medienberichten, die von einem Suizid ausgehen des Co-Piloten noch irgendwas hinzuzufügen oder ist die Geschichte sauber aufgeklärt nach 3 Tagen? Es gibt jede Menge hinzuzufügen und ich will eins vorne wegschicken. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gesagt, ich kapituliere vor einer Story. Die Berichterstattungslage ist so miserabel, es gibt so viele ungeklärte Dinge und die Redaktionen recherchieren absichtlich so schlecht und ungenau, dass wesentliche Widersprüche stehen bleiben. Ich will nur mal 3 aufzählen, damit jeder weiß, es ist nicht möglich, sich dieser Story noch zu nähern. Das eine ist dieser Notruf, der erst abgesetzt war und dann nicht mehr abgesetzt war und niemand untersucht, warum die Erstmeldung, warum die Zweitmeldung und was stimmt denn nun? Dann kommen die 3 französischen Kampfjäger, die im Gebiet waren, wo normalerweise nach allen Augenzeugenberichten aus den angrenzenden Dörfern bloß eine Maschine fliegt. Da heißt es zunächst, die seien ja eilig aufgestiegen nach dem Notruf. Dann heißt es, sie seien eilig aufgestiegen, weil eine Maschine so schnell in einen dauerhaften Sinkflug geht. Und dann heißt es zum Schluss, Rheinische Post, die hätten ja, weil der Fliegerhorst weit entfernt ist und dort eine Aufstiegszeit von 15 Minuten gilt, in dem 10-minütigen Sinkflug gar nicht die Zeit gehabt, pünktlich am Ort zu erscheinen und waren auch nicht in der Umgebung. Mit anderen Worten, ungeklärt, lässt sich nicht mehr klären. Und schließlich weiß man bis jetzt eigentlich gar nicht, welche konkrete Technik diese Germanwings-Maschine im zarten Alter von deutlich über 20 Jahren nun eigentlich wirklich an Bord hatte, was das Öffnen der Tür zum Cockpit angeht. Wenn man aber bloß hört, ja, es gibt diese Sicherheitsvorrichtungen und es gibt eine andere Technik, und dann fragt man sich aber, was war denn nun in dieser Maschine, in diesem Flug? For you sozusagen 4U9525, Pustekuchen. Niemand recherchiert das. Stattdessen sind sich alle in kürzester Zeit einig, das war ein erweiterter Suizid. Und dann wird auch gleich der Name bekannt gegeben. Es gibt das übliche Kesseltreiben und irgendwer behauptet, er sei vorher zum Islam übergetreten. Und was dann alles passiert, es ist so grotesk. Und da habe ich gesagt, so. Wenn sich die Lügenmedien weigern, richtig zu recherchieren und präsentieren dem zunehmend ratlosen Publikum absichtlich gegenläufige Stories, dann ist das Beste, was man machen kann, ist, man konstatiert das. Journalismus, eine Bewertung von Tatsachen, ist dann unmöglich gemacht, wenn einfach im Prinzip mit Fragezeichen operiert wird. Das ist ein ganz neuer Zustand und der ist hier eingetreten. Den müssen wir zur Kenntnis nehmen. Journalismus gibt's nicht mehr. Ganz einfach. Wir hatten vorher alle Einschränkungen, haben uns oft drüber unterhalten. Aber diesmal bleiben einfach die gegenläufigen Thesen stehen. Stattdessen einigt man sich auf ganz was anderes. Und wer hat da die Vorhand? Die Autoritäten. Wer kontrolliert eigentlich Leute, die einen Voice Recorder auswerten? Ein Stimmenbandgerät? Das alle Geräusche aufzeichnet und so weiter. Man traut dem nicht. Ja? Wir haben hier in 3 Tagen oder in 2 Tagen, muss man ja genauer sagen, das steht ja jetzt schon ein bisschen länger fest, angeblich mit diesem Selbstmord, ein Ergebnis. Aber bei MH17, dem Abschuss über der Ukraine, wissen wir es nach einem Dreivierteljahr nicht. Und deswegen ist das Beste, was wir sagen können, sie lügen alle. Das würde aber, wenn wir davon ausgehen, dass die offizielle Version nicht stimmt, ja schon bedeuten, dass etwas anderes passiert ist. Ist denn das überhaupt denkbar? Ohne das jetzt behaupten zu wollen, aber wären denn noch andere Szenarien denkbar? Ich steige jetzt gar nicht in die absurdesten Spekulationen ein, die es gibt von irgendwelchen Strahlenwaffen und weiß der Teufel was. Da ist. Es gibt kein Ende an Spekulationen und da einzusteigen, warum denn? Wir wissen, dieser junge Mann hatte eindeutig ein psychologisches Problem. Wir lernen, dass es zahlreiche andere Flugkapitäne gibt mit solchen Problemen. Die sind alkoholabhängig, medikamentenabhängig und haben die absurdesten Situationen zu Hause privat. So, das alles fliegt in der Luft rum. Und der eine soll es nun gewesen sein. Ich glaube, wir haben an sehr vielen Stellen sehr viel nachzuarbeiten, wie überall in unserem schönen System. Da, und da mache ich einen Punkt.
Okay, gut, dann mache ich an der Stelle auch den Punkt. Wir werden in den nächsten Wochen mit Sicherheit noch weitere Theorien präsentiert bekommen, auch von den Massenmedien. Wir bleiben an dem Fall dran und hoffen einfach, dass es tatsächlich der unwahrscheinliche Einzelfall bleibt. Germanwings-Absturz und der Ukraine-Krieg. Sind Spekulationen wichtiger als echte Beweise? Damit begrüße ich Sie herzlich aus dem Studio Meißen. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Schock über den Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine am vergangenen Dienstag, bei dem 150 Menschen ums Leben kamen, sitzt bei uns allen sicherlich noch tief. Betrachtet man jedoch die Berichterstattungen der Massenmedien der letzten Tage, so scheint diese sehr von Spekulationen geprägt zu sein und weniger von Indizien. Bereits wenige Tage nach dem Flugzeugabsturz der A320 veröffentlichte der französische Staatsanwalt Brice Robin eine Hypothese zum Hergang der Katastrophe. Die am meisten plausible und wahrscheinlichste Interpretation der Aufzeichnung des Cockpit-Stimmenrekorders ist seiner Meinung nach, dass der Co-Pilot das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht hätte. Dies, obwohl auf dem Rekorder nur die ruhige Atmung zu hören ist und keinesfalls konkrete Stimmen oder Aussagen, die diese Annahmen belegen könnten. Was die Massenmedien zudem verschweigen, ist die Tatsache, dass schon seit längerer Zeit bekannt ist, dass es beim A320 Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit hochgiftigen Dämpfen im Cockpit gibt. Der unabhängige Journalist Udo Ulfkotte schrieb zum Beispiel, dass, ich zitiere, erst vor wenigen Wochen im Januar 2015 bei einem Germanwings-Flug von Lissabon nach Köln hochtoxische Dämpfe in das Cockpit eindrangen. Zitat Ende. Laut Ulfkotte musste im Februar 2015 eine weitere Germanwings-Maschine in Lyon wegen genau der gleichen Gasentwicklung notlanden. Auch die Tatsache, dass der zweite Flugschreiber bis jetzt noch nicht ausgewertet werden konnte, da der Speicherchip mit den Daten fehlte, zeigt, dass es noch zu früh ist, über die Absturzursache zu urteilen. Trotzdem weist man schon jetzt auf die vermeintliche Absturzursache durch Suizid vom Co-Piloten hin. Bei dieser spekulativen Berichterstattung wird ein Mann ohne ausreichende Beweislage vorverurteilt. Im Gegensatz dazu gibt es seitens der Massenmedien kaum Berichte über die Kriegsvorbereitungen in der Ukraine, obwohl es dafür erdrückende Beweise gibt. Gerade auch die Information darüber, dass die US-Regierung bereits tödliche Waffen an die ukrainische Armee liefert, wird von den Massenmedien kaum erwähnt. Wir berichteten darüber in der Sendung vom 25. März 2015. Denn in der Ukraine spitzt sich die Situation momentan zu wie nie zuvor, wie nachfolgende Ausführungen zeigen. Laut Aussage des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko seien bereits mit 11 EU-Staaten Verträge über Waffenlieferungen in die Ukraine unterzeichnet worden. Auch seien in der Ukraine zum ersten Mal laut offiziellen Angaben 35 aus Großbritannien stammende Militärausbildner im Einsatz. Auch die USA will offiziell nahezu 300 Ausbildner in die Ukraine schicken. Neben US-Flottenmanövern im Schwarzen Meer und NATO-Truppenbewegungen im Baltikum werden nun zudem Tag für Tag Waffen in die Ukraine geliefert. Und dies nach der Forderung des US-Repräsentantenhauses mit offizieller Unterstützung der ukrainischen Regierung. Europäische Länder unterstützen zudem die Mobilmachung der USA gegen Russland. So werden in Polen Ende März US-amerikanische Patriot-Raketen erwartet, mit denen ein US-Manöver durchgeführt werden soll. Auch sollen sich polnische Reservisten ab sofort mit militärischen Aufgaben rüsten. In die Kategorie Reservisten fallen alle Menschen von 18 bis 60 Jahren mit befriedigenden medizinischen Ergebnissen. Vor kurzem sicherte auch Deutschland seine Unterstützung der USA durch Lieferung deutscher Kampfpanzer nach Polen zu. In Bulgarien werden momentan zudem vom Verteidigungsministerium Einberufungsbescheide an heimische Soldaten geschickt. Auch hier deutet alles auf eine militärische Einmischung in der Ukraine hin. Meine Damen und Herren, angesichts dieser Fakten scheint die Frage angebracht, warum sich die Medien um diese ganze Beweislast drücken.
könnte es sein, dass es so spektakuläre Ereignisse wie dieser Flugzeugabsturz ein willkommenes Ablenkungsmanöver darstellen, um in Ruhe etwaige Kriegsvorbereitungen zu vollenden? Werden Großereignisse gezielt als Ablenkungsmanöver genutzt? Mit dieser Frage begrüße ich Sie, liebe Zuschauer, aus dem Studio Mainz. Am 24. März 2015 stürzte der Airbus A320 der Germanwings ab. Fast zeitgleich, nämlich zwei Tage später, in der Nacht auf den 26. März 2015, begann der Jemenkrieg. Saudi-Arabien und 9 weitere sunnitische Länder bombardierten Stellungen und Waffenlager der sogenannten schiitischen Houthi-Rebellen. Laut Medienberichten soll Saudi-Arabien für den Angriff auf Jemen 100 Flugzeuge und 150.000 Soldaten bereithalten. Klagemauer TV berichtete über beide Ereignisse. In den Leitmedien wurde der Kriegsausbruch im Jemen jedoch nur am Rande erwähnt. Hauptthema war zu dieser Zeit tagelang der Flugzeugabsturz. Dies, obwohl vergleichsweise der Bürgerkrieg im Jemen dramatischere Folgen für die dortige Bevölkerung und die Weltpolitik haben wird. Laut UNO seien allein in den ersten 2 Wochen bei den Kämpfen über 500 Zivilisten getötet worden. War das Medienereignis Flugzeugabsturz also eine willkommene Ablenkung, um den Beginn eines neuen Krieges und einer humanitären Katastrophe in unseren Köpfen zu verwässern, damit diese gleichgültig hingenommen werden? Liebe Zuschauer, zu dieser Thematik möchten wir uns nun mit der Frage beschäftigen, ob die Bevölkerung auch bei anderen Ereignissen gezielt beeinflusst werden sollte. Dazu betrachten wir einige weitere Ereignisse aus der Vergangenheit. Fußball ist in Deutschland Volkssport Nummer 1. Das Interesse an dem Spitzensport hat sich jedoch in den letzten Jahrzehnten verändert. So werden durch die umfassende Berichterstattung der Medien Millionen Menschen nicht nur vor den Fernseher gelockt, sondern auch zu den sogenannten Fanmeilen, um sich das jeweilige Fußballspiel öffentlich auf einer Großbildleinwand anzusehen. So werden die Menschen regelrecht mit Fußball gefüttert. Alles andere um sich herum erscheint weniger wichtig. Daher erscheint es gerade in diesen Zeiten ein leichtes für die Politik zu sein, wichtige Gesetzesänderungen vorzunehmen. Während dem Sommermärchen Fußball-WM 2006 wurde in Deutschland das Inkrafttreten der Mehrwertsteuererhöhung von 16% auf 19%, wirksam ab dem 1. Januar 2007, beschlossen. Am 7. Juli 2010 verliert Deutschland das Halbfinale gegen Spanien. Einen Tag vorher wurde bei einem Treffen im Kanzleramt die Entscheidung gefällt, den Beitragssatz für die gesetzlichen Krankenkassen von 14,9% auf 15,5% anzuheben. Und am 29. Juni 2012 stimmten 15 von 16 Bundesländern dem Fiskalpakt und dem Europäischen Stabilisierungsmechanismus, kurz ESM, im Bundesrat zu. Der Fiskalpakt ist ein Vertrag europäischer Staaten der Wirtschafts- und Währungsunion zur engeren Zusammenarbeit in Bezug auf Abgaben, Steuern und Ausgaben. Klagemauer TV berichtete im Juli 2012 in mehreren Sendungen über diese Zusammenhänge und Auswirkungen dieser Gesetzesänderung. Tags zuvor, also am 28. Juni, fand das EM-Fußballspiel Deutschland gegen Italien statt. Rund 28 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel im Fernsehen oder auf der Leinwand. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass diese enorm wichtige politische Entscheidung für den Fiskalpakt und den ESM vom 25. Mai 2012 auf den 29. Juni 2012 verlegt wurde. Liebe Zuschauer, das waren jetzt nur einige Beispiele. Sicherlich ließe sich die Liste noch weiter fortsetzen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet lohnt es sich, künftig gerade während sportlichen Großanlässen oder sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen die Nachrichtenmeldungen umso wachsamer zu verfolgen. Denn gerade neue Gesetzesbeschlüsse scheinen so unbemerkt und ohne großen Aufschrei am Volk vorbeizukommen. Meine Damen und Herren, die Berichte über den gestrigen tragischen Flugzeugabsturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen sind momentan auf allen Medienkanälen präsent. Unser aufrichtiges Beileid gilt allen Angehörigen der annähernd 150 Todesopfer. Eine Meldung, die derzeit von den erschütternden Katastrophenbildern allerdings überlagert wird, verdient es heute trotzdem hervorgehoben zu werden. Wenn sie in Europa nicht auf bleibenden Widerstand stößt, wird leider mindestens genauso viel Tod und Verwüstung die Folge sein. Die USA wollen unbeeindruckt von den jüngsten Friedensfortschritten in der Ostukraine tödliche Waffen und militärische Unterstützung im großen Stil in die Ukraine entsenden.
Das US-Repräsentantenhaus hat gestern mit überwältigender Mehrheit eine Resolution verabschiedet, die Obama dazu aufruft, seine bisherige scheinbare Zurückhaltung aufzugeben und die bisherige offizielle eingestandene US-Waffenlieferungen an die ukrainische Armee drastisch aufzustocken. Bisher lieferten die USA nach eigener Darstellung erst sogenannte defensive Systeme wie Antipanzerwaffen, Munition, Radarsysteme und Überwachungsdrohnen. Zweifel an dieser offiziellen Darstellung sind allerdings mehr als berechtigt. Der Chef des US-Thinktanks Stratfor, George Friedman, sagte in einer Rede vom 5. Februar 2015 unverblümt, dass die USA zwar dementieren, Waffen in die Ukraine zu liefern, aber, so sein Originalzitat, das wurde zwar dementiert, aber sie tun das. Die Waffen werden geliefert. Auch Präsident Putin sagte bereits Mitte Februar auf einer Pressekonferenz in Budapest, dass nach seinen Informationen bereits richtige US-Waffenlieferungen an die Ukraine erfolgen würden. Obamas Zurückhaltung scheint vor diesem Hintergrund also vor allem eine geschickte Inszenierung zu sein. Inoffiziell destabilisieren seine Waffen die Ukraine bereits, während seine Regierung und sein Volk ihn zunehmend anflehen, endlich etwas zu unternehmen. So wächst die Unterstützung des Volkes für einen heißen Krieg gegen Russland. Doch wenn das US-Volk sich zum Ruf nach offenen Waffenlieferungen an Kiew verleiten lässt, ruft es nach einer nächsten Eskalationsstufe. Es provoziert einen Krieg, den es selbst nicht direkt zu spüren bekommen wird. Denn Europa wird davon betroffen sein. Die Resolution des US-Repräsentantenhauses hat in der russischen Staatsduma bereits Empörung ausgelöst. Es werden dort aktuell Forderungen an Präsident Putin laut, im Falle offener Waffenlieferungen der USA an Kiew russische Truppen in den Südosten der Ukraine zu entsenden. Meine Damen und Herren, zahlreiche Experten warnen seit Monaten davor, dass die USA nicht wirklich am Frieden in der Ukraine interessiert sind, weil die Konfrontation mit Russland auf ihrer Agenda steht. Nur die Völker Europas können diesen Krieg verhindern. Helfen Sie dabei mit, indem Sie diese Informationen verbreiten. Verbreiten Sie dazu auch unseren Medienkommentar Stratford verrät US-Strategie in der Ukraine. Mit weiteren brisanten Details aus der vorhin zitierten Rede des Stratfor-Chefs. Sie finden die Sendung unter klar.tv 5586. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.